Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Liebe, Lust und Leidenschaft. LLL. Schauen wir mal diese Legung an. In diesem Seite befinden sich die Karten für die Damen. Gegenüber liegt euren Partner oder euren Wunschpartner. Und das sind hier diese Karten. Ich beginne hier und jetzt. Und das bei den Damen. Was ist die jetzige momentane Situation? Und das zeigt diese Karte an. Ihr habt die Chancen, Möglichkeiten, das anzupacken. Aber er ist, wie diesem Bild auch sichtbar ist, sehr unbeweglich. Er scheint fast unerreichbar zu sein und ihr habt das Gefühl, ihr kommt bei ihm nicht an momentan. Astrologisch liegt hier das Jupiter-Symbol im Tierkreiszeichen Steinbock. Es ist die Sicherheit, Stabilität da, weil das ist die Erde-Element, was hier die Tierkreiszeichen Steinbock vermittelt. Und die Jupiter-Symbol auch die Möglichkeiten und die Chancen, aber versucht das Ganze spielerisch betrachten oder mit Humor, also geht auf ihn zu und er ist noch ein bisschen verklemmt oder unbeweglich oder hatte Angst, aber betrachtet das alles spielerisch, weil Chancen habt ihr, Glück habt ihr auch. Also es besteht kein Grund, nur weil er momentan sich so verhält wie dieser Mann im Bild. Es hindert sich nicht dabei, dass alles hier in Form kommt, weil ihr habt hier auch das Glück und das ist dieser Jupiter-Symbol. Wo befindet er sich im Augenblick? Welche Situation hat er? Oder was muss er gerade erledigen? Oder wo steht er momentan? Und das ist diese Karte hier. Natürlich nicht wortwörtlich nehmen diese Bilder, weil das hat symbolische Bedeutung. Er hat gerade Stress. Da entsteht Chaos. Und er braucht gerade sehr viel Kraft, all das zum Ordnen, alles in Ordnung zu bringen. Das kann bedeuten auch seine berufliche Situation oder noch etwas in Familie. Er weiß gar nicht momentan, wo sein Kopf steht. Die Gefühle. Schauen wir bei euren Gefühlen an. Und das meine ich jetzt gerade die Damen. Und das ist dieses Bild hier. Ihr habt das Gefühl momentan, dass alles so kalt, wie eine kalte Luft. Und Saturn herrscht in diesem Bild im Tierkreiszeichen Waage. Also das ist die astrologische Bedeutung. Waage gehört zum Luftelement. Also etwas kommt in Bewegung und es ist auch die Leichtigkeit, aber es ist kalt. Und das beschreibt euren Gefühlen, weil, warum? Weil da kommt nichts zurück, ihr bekommt keine Bestätigung, es kommt keine Leidenschaft, keine Wärme, aber diese kühle Haltung, das, was ihr von ihm wahrnimmt. Und in Wirklichkeit, welche Gefühle hat er? Das zeigt diese Karte hier, das ist seinen Gefühlen, das heißt, er bewundert euch. Im Bild ist auch sichtbar, ihr steht oder sitzt über ihn und er schaut nach oben, er schaut nach euch. Und das bedeutet, er bewundert euch, aber er beherrscht seinen Gefühlen, er zeigt das nicht. Was aber sehr schön ist in dieser Karte, die Stier-Symbol. Und Stier bedeutet, Sicherheit, Stabilität gehört zum Erde-Element. Er will euch im Besitz nehmen, aber er zeigt nicht viel von seinen Gefühlen.
bedeutet auch diese Gemütlichkeit. Also er überrollt euch nicht, er macht das gemütlich, er bewundert euch, er will euch in Besitz nehmen, aber er zeigt nicht viel von seinen Gefühlen. Welchen Gedanken sollt ihr haben? Und das ist diese Karte hier. Lasst euch inspirieren. Hört auf euren Gefühl. Hier erscheint die Wasserelement, auch die Tierkreiszeichen Fischen und Jupiter. Und Jupiter herrscht auch über die Tierkreiszeichen Fischen, zeigt auch Inspiration und Glück. Lasst euch inspirieren bei dieser Beziehung und hört auf euren Träumen, hört auf euren Visionen, hört auf euren Gefühlen. Und welche Gedanken hat er? Das ist die Mond im Waage und das ist dieses Bild, was er bewundert und pflegt. Er ist doch verliebt und er macht Gedanken über euch. Das sind die Gedankenebenen. Er zeigt zwar nicht viel von seinen Gefühlen, er beherrscht die Gefühle, obwohl er bewundert euch. Und hier die Mond in Waage heißt, er hat Gefühle und ihm ist es auch bewusst. Wie sollt ihr damit umgehen? Der nächste Schritt und was kommt in die nächste Zeit? Das ist die Karte für die Damen. Das ist die Stier, Tierkreiszeichen Stier und die Saturn-Symbol. Das heißt, warten, seid ihr zurückhaltend, studiert ihr lieber etwas, studiert seine Verhalten oder liest ein Buch, macht euch gemütlich, aber seid ihr zurückhaltend. Das ist auch dieses Bild, diese Offenheit, aber etwas Verschleiertes, Nonnenhaftes entsteht hier auch. Seid eher zurückhaltend, fast wie nonnenhaft und wartet, bis er kommt. Und wenn er kommt, dann zeigt ihr Offenheit und ihr studiert sein Verhalten. Was schön ist auch in diesem Bild, das ist die Erde-Element, die Tierkreiszeichen Stier. Also ihr werdet ihn in Besitz nehmen. Und die Saturn sorgt auch für Stabilität. Für Struktur und Stabilität. Aber Saturn ist auch der große Lehrmeister. Das heißt, hier bei dieser Beziehung habt ihr eine Lernaufgabe. Und was macht er? Welche Schritte macht er in die nächste Zukunft? Und das ist diese Karte hier. Er setzt alles in Bewegung. Und hier ist die Krebs, die Tierkreiszeichen Krebs, hat auch ein Bezug zum Wasserelement, das zeigt auch Gefühle, aber natürlich Krebs auch die Familie, aber er wird im Familienleben auch etwas in Bewegung setzen, er verändert etwas und kommt auf euch zu mit Gefühlen, das ist die Wasserelement, mit Gefühlen kommt auf euch zu, kommt alles in Bewegung und die Krebs bedeutet auch diese Beschützende. Also das, was er dann vermittelt, dass er versucht, euch zu beschützen. Und schauen wir an noch die Süßigkeiten. Welche Botschaft ist noch da? Ein Geschenk. Entweder bekommt ihr ein Geschenk oder sollt ihr ihm etwas schenken oder er betrachtet diese Beziehung als Geschenk. Oder sollt ihr diese Beziehung als ein Geschenk empfangen? Und das war diese Legung. Diese Legungen, Liebe, Lust und Leidenschaft, nummeriere ich. Und immer wenn ihr unsicher seid, wählt intuitiv aus eine von diesen Aufnahmen. Und dann bekommt ihr einen Hinweis oder eine Botschaft. Wenn ihr wünscht eine persönliche Legung, eine anonyme Videoberatung ist natürlich auch möglich, das zu bestellen. Diese Art von Beratung, diese Legung heißt LLL, Liebe, Lust und Leidenschaft. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, Liebe, Lust und Leidenschaft, 20 Euro.
Es ist nicht nur diese Legung, sondern ich erkläre, was bedeutet euren Vorname, was bedeutet die Vornamen von euren Partner oder Wunschpartner. Wenn ihr noch die Geburtsdatum schickt, dann vergleiche ich das auch astrologisch. Und es kommt immer eine mediale Botschaft dazu. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.